Doppelheimspiel Wochenende bei Spock bei Sport und Kultur in Pankow. Die ersten Herren empfingen den TV Frohnau und die zweiten Herren die Tipp, die Tongemeinde in Berlin. Das Ergebnis hier zum Jahresabschluss erfreulich für die Gastgeber 4:2. Wir sind von der Verbandsliga jetzt die letzten beiden Jahre aufgestiegen bis in die Meisterschaftsklasse. Und das mit dem Team, was hier schon seit 15 bis 20 Jahren trainiert in dem Verein, ist natürlich besonders cool für uns alle. Nach den Einzeln führten die Gäste noch mit 3:1, doch zwei als gewonnen gewertete Doppel sicherten den Pankowern das 3:3 Unentschieden, wie schon zuvor gegen Nikolas See und Langwitz. Ja, ich meine, es war von vornherein eigentlich gar nicht zu erwarten, weil ein Spieler ausgefallen ist, mit dem wir geplant hatten. Für Spock ist die Hallensaison damit beendet, noch steht die Mannschaft auf Platz 5. Wir haben alle alles gegeben und durchweg als Teamleistung eine hervorragende Saison gespielt bis jetzt.